Was ist eigentlich Führung? Führung fängt schon in unserer Kindheit an. Das ganze Leben ist davon geprägt. Unsere Eltern führen uns in den ersten Momenten durchs Leben und danach folgen Erzieher, Lehrer, Trainer und auch Freunde, die uns eine Richtung vorgeben und auch vorleben. Dies kann mit oder ohne Intention geschehen. Wir möchten in unserer Beitragsreihe auf die intentionelle und professionelle Führung im Sport eingehen. Entscheidend für den Erfolg sind verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, der Einsatz von Führungstechniken und soziale Beziehungsfähigkeit. Im Sport gibt es drei verschiedene Rollentypen: der Coach, der Captain und das Team. Diese stehen in verschiedenen Beziehungen zueinander, die sich in der Art und Intensität unterscheiden. Frei nach dem Motto raus aus dem Unternehmen und rein in den Sport haben wir uns an der Führungsstilmatrix von Blake und Newton orientiert und die dann auf den Sport übertragen. Das Ergebnis sind verschiedene Führungsstiltypen, in der wir unsere Trainer einordnen möchten. Die verschiedenen Führungsstiltypen, insgesamt 5 Stück, unterscheiden sich jeweils durch ihre unterschiedlichen Anteile von Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Aufgabenorientierung heißt hierbei, der Trainer konzentriert sich nur auf das Erreichen von Zielen und Erfolgen und nicht auf das Zwischenmenschliche. Spricht man von Beziehungsorientierung, so ist gemeint, dass die Ausrichtung auf Verständnis und Unterstützung sowie das Bemühen des Trainers um die Zuneigung seiner Spieler im Vordergrund steht. Diese beiden Dimensionen bilden also dann die Achsen der Matrix. Dabei entstehen folgende 5 Trainer-Führungsstile. Als erstes der Trillmeister. Der Trillmeister beschränkt den Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum. Er praktiziert ein hohes Maß an Aufgabenorientierung. Die Beziehungsorientierung spielt bei seiner Art der Mannschaftsführung keine Rolle. Dies dient für ihn als Grundlage für den Mannschaftserfolg. Der Förderer. Pampern ist hier die Devise. Der Förderer zeichnet sich durch hohe Beziehungsorientierung und geringe Aufgabenorientierung aus. Er nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse der Spieler und bewirkt ein gemächliches und freundschaftliches Mannschaftsklima. Der Teammanager hat eine hohe Leistungserwartung an die engagierte Mannschaft und erwartet gemeinschaftlichen Einsatz für das Mannschaftsziel, verbunden mit Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Sowohl Beziehungsorientierung als auch Aufgabenorientierung sind hier sehr hoch ausgeprägt. Als nächstes haben wir noch die Waage. Führt ein Trainer im Führungsstil der Waage, so ermöglicht er der Mannschaft eine angemessene Leistung, indem er ein Gleichgewicht herstellt zwischen der Notwendigkeit, die Leistung zu erbringen, und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Moral in der Mannschaft. Beziehungsorientierung und Aufgabenorientierung sind gleich stark und jeweils auf einem mittleren Niveau ausgeprägt. Der Minimalist. Der Name ist Programm. Der Minimalist unternimmt nur minimale Anstrengungen zur Erledigung der geforderten Aufgaben. Mehr als ein schlichtes Überleben, sei es in der Liga, als Trainer im Verein, ist nicht angestrebt. Weder Aufgaben noch Beziehungsorientierung sind hier hoch ausgeprägt. Anhand dieser Theorie haben wir Fragebögen für Mannschaft, Trainer und Kapitän entwickelt. Wir freuen uns auf die neuen Einblicke, die uns erwarten, und sind gespannt, was wir herausfinden werden.